Wie kann ich so eine Verfassung denn aufheben? Wollte irgendwann nicht auch eine Änderung zu Kirche und Staat, aber das macht, die macht ja keinen Sinn, ne? Arbeit als Leben. Würde auf jeden Fall diesen mittellosen Rentnern entgegenwirken, ne? Bei der Auswanderung habe ich ausgewählt, dass sie dass die Leute eigentlich abhauen sollen, die hier nicht sein wollen. Das ist ja, das kommt mir ja entgegen. Wir haben eh zu viele Leute mit der ganzen Arbeitslosigkeit. Ein Gerichtsgebäude. Habe ich dann schon ein Gerichtsgebäude? Nein. Warum zur Hölle habe ich noch kein Gerichtsgebäude, wenn ich das da gerade lese? Er bringt Geld für jeden Bürger, der in einem Kerker, Gefängnis oder einer Irrenanstalt sitzt. Natürlich bauen wir jetzt ein Gerichtsgebäude. Ich überlege gerade, wenn ich das jetzt dahin klatsche. Sollte vielleicht erst eine Straße bauen hier, aber. Erstmal gucken, von wo ich die bauen kann. Hier runter würde gehen. Gut. So, und dann wird jetzt das Gerichtsgebäude gebaut. Ich glaube, ich spinne. Natürlich alles hier direkt am aktiven Vulkan. Wo auch sonst? Wo auch sonst, frage ich euch. Das Gesetz ist unerschütterlich. Die Justiz ist blind. Und durch das Gerichtsgebäude lässt sich das Gesetz interpretieren und eine sämige Kelle Gerechtigkeit servieren, während man selber über dem Gesetz steht. So, jetzt achtet mal darauf. Nee, es ist, also finanziell ändert sich hier gar nichts. Warte mal, Feuerwache, Katze auf Baum, erhöht die Wohnqualität aller Wohngebäude im Einflussbereich bei Basiseffizienz um 5. Senkt die Unterhaltskosten aller Gebäude im Einflussbereich bei Basiseffizienz um 10% und über Berührungsüben erhöht die Basiseffizienz bei... Gibt es irgendeinen Grund, nicht das zu tun, um quasi mehr Geld zu kriegen hier? Jo. Ja, wie gesagt, ich muss diese Betriebsmodi, muss ich mir bei Gelegenheit echt nochmal alle durchgucken. Polizei hat doch bestimmt auch welche. Jeder verhaftete Kriminelle fügt ihrem Schweizer Nummernkonto $50 hinzu. Die Sicherheit der Polizeiwache wird um -20 verringert. Ah. Okay. Das Informationsministerium können wir eigentlich direkt daneben klatschen dann, oder? Erhöht die Chance, verborgene Rollen für alle anderen Gebäude aufzudecken und schaltet die Bürgerinteraktion Unfallveranlassen frei. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Das ist die Frage, wo setzen wir das hin? Die Antwort ist da unten. Natürlich. Wohin sonst? So, ist der Zigarrenexport schon wieder erfolgreich abgeschlossen worden? Wir könnten Öl exportieren, Mais oder Kunststoffe. Das gefällt mir alles drei nicht. Auf der anderen Seite fast das Doppelte. Ich unterschreibe den Vertrag einfach mal.
Der Ostblock hasst uns. Die hassen uns, und zwar so richtig. Informationen sind gut, ja? Und Ministerien sind hilfreich, ja? Was also könnte am Bau eines Informationsministeriums schon verwerflich sein? Sogar Einsatz Werkzeuge zur erweiterten Vernehmung ist Teil des Lieferumfangs. So, nebenbei unsere Verfassung schon mal ändern, ne? Und zwar in eine offizielle Teilung. Für Bürgeraktionen ist ein Gerichtsgebäude nötig. 20% der Interaktionskosten werden auf das Schweizer Nummernkonto überwiesen. Die Bestechungsaktion ist nicht betroffen. Die rechtsprechende Gewalt Tropicus unterliegt einem obersten Gericht und untergeordneten Gerichten, die zeitweise bestimmt und eingerichtet werden, sodass die Richter ihr Amt in guter Führung halten können und zu festgelegten Terminen passende und angemessene Entlohnung für ihre Dienstleistungen erhalten. So. Ein weiterer Tag. Noch ein erfolgreiches Geschäft. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Wenn Sie jetzt hier unterschreiben würden, Initialen hier, ein Tropfen Blut hier, das war's. Jetzt müssen wir noch den Schredder mit dem Papierkram füttern und die Streifen ins Feuer werfen. Gut, alles geschafft. Was haben wir hier noch für einen Job? Ach, der Überfall, ja, das läuft ja. Der läuft ja schon. Ja, die Lieferung mit den Meeresfrüchten geht insgesamt doch ein bisschen stockend voran, wie ich sehe. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wie gesagt, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Die Richter servieren jetzt allen Bürgern Tropicos eine sämige Kelle herzhafter Gerechtigkeit. Es können versteckte Gebühren anfallen. So, das ist ja fast wieder Wahlen. Richtiges Verfahren. Werden Rebellen oder Kriminelle eingesperrt, geht die Zustimmung ihrer Verwandten nicht mehr verloren. Ups. So, und hier kriege ich jetzt Geld für jeden Inhaftierten. Ja, wie viele Leute haben wir denn gerade im Gefängnis sitzen eigentlich? Niemanden. Zumindest nicht in dem. Da haben wir noch eins. Hier. Da ist jetzt gerade einer drin. Das ist etwas belastend. Okay, aber prinzipiell haben wir halt ein bisschen in die Zukunft investiert, ne? Ich hatte mir zwar ein kleines bisschen mehr erhofft, aber okay. Und aus irgendeinem Grund ist unsere Zustimmung wieder bei 99%. Wir haben das geschafft. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wie zur Hölle haben wir das denn geschafft? Oh oh, der Ostblock will, dass wir die Forderung rechtzeitig abschließen. Ist denn irgendwas kurz davor? Nein. Gut, werden wir nicht schaffen. Das wird unsere Beziehungen nicht unbedingt positiv beeinflussen. Befürchte ich. Aber okay. Ist okay, wir haben unser Militär abgegradet. Und wir sind eine Allianz mit den Westmächten eingegangen. Die werden uns ja wohl beschützen, oder? Ach, ich wollte gerade sagen, müsste jetzt nicht langsam mal das Ergebnis der Wahl kommen. Aber das ist ja erst dieses Jahr. Die Wahl ist ja erst dieses Jahr. Unsere Genossen freuen sich über ihre Unterstützung, Präsidentin. Und wir alle jubeln natürlich gleichermaßen. Wie Genosse Marx gesagt hat, von jedem, was er leisten kann, für jeden, was er braucht. Sie haben natürlich eine Fülle an Fähigkeiten und Bedürfnissen, also macht es Sinn, dass Sie
im Palast leben. Präsidente, wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Dank Ihnen werden wir unsere Streitkräfte und Anstrengungen verdoppeln und unsere Erwartungen halbieren. Gemeinsam können wir es schaffen. Zahlenmäßige Überlegenheit ist immerhin der Schlüssel zur Kriegsführung. Sollen wir die Leistung vervielfachen, um zu teilen und zu herrschen, bevor es T-0 ist? Ich würde gerade einfach mal so ein bisschen... Oh! Warte mal, das ist ein Ultimatum? Wieso bin ich über dieses Ultimatum nicht informiert worden? Genosse, es betrübt mich, dass Sie sich womöglich gegen uns wenden werden. Nein, es ist bestimmt kein Verrat. Sie haben sicherlich Ihre Gründe. Nur hat der Ostblock ein wirkliches Interesse an Gründen oder begründeten Handlungen. Also sollten Sie es sich vielleicht anders überlegen. Gut, dass wir Ablenkungen haben, ne? Dann können wir das Ding ja doch erfüllen. Das Paket ist frankiert. Wenn Sie verstehen, tun oder sagen Sie gar nichts. Vergessen Sie nicht, mich zu vergessen. Sie haben nichts gesehen. Ganz besonders nicht das tolle Gerät, mit dem ich mich nicht von einem Ort abgeseilt habe, der nicht das Dach des Palastes war. Und wir haben die Blaupause für das Kindheitsmuseum. Ja. Kindheitsmuseum. Die stellen doch schon wieder ein Ultimatum hier. Was passiert denn, wenn der Ostblock die Beziehungen abbricht? Hat das große negative Konsequenzen für uns? Und wenn ja, wie sehen die aus? Wenn ich mal zur Uhr gucke, die aktuelle Aufnahmesession, ich nehme immer eine Woche am Stück auf, ne? Und die aktuelle Aufnahmesession, die läuft jetzt noch 25 Minuten. Ich werde dieses Ultimatum jetzt mal weitestgehend aussitzen. Und einfach mal hoffen, dass ihr mir dann rechtzeitig zur nächsten Aufnahmesession in die Kommentare geschrieben habt, was das bedeutet. Oder ich das eventuell auch recherchiert habe. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Sorgen Sie sich nicht um das Warum oder das Weshalb. Ehrlich, dieser Zeitdruck ist komplett nebensächlich. Ich habe mich um alles Wichtige gekümmert, noch bevor es relevant wird. Und natürlich verwische ich meine Spuren. Für welche Sorte eines komplett seriösen Geschäftsmannes halten Sie mich denn? Ah, die Meeresfrüchte-Lieferung ist fast fertig. Ich berichte, die Verstopfung ist gelöst. Komplett gespült und gewischt. Der Schuster ist nicht kompromittiert. Kryptologe soll den Ziffernausschnitt abbrechen. Und sagt meinem Kontrolleur, dass ich Kresse auf meinem Croissant möchte. Ah, jetzt, ja. So, okay. Unsere finanzielle Lage sagt weiterhin. Ich sollte eher so ein bisschen die Füße stillhalten gerade. Gucken wir doch unserem kleinen Rettungshelikopter dabei zu, wie er hier das Gebäude löscht. Oder haben die eine Abklingzeit oder irgendwas? Ich muss das einfach mal ein bisschen beobachten hier, glaube ich.
Ach, die stehen da sogar auf dem Landeplatz. Ach, das ist ja cool. Das ist auch wieder so ein kleines Detail, was mir noch gar nicht aufgefallen ist. Ah, Gummi ist im Abwärtstrend. Das hatte ich nicht so geil. Unsere Beziehungen mit dem Ostblock rutschen bedauerlicherweise weiter ins Negative. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsidente. Ich persönlich werde euch viele, viele Male wählen. Aber ist den Bürgern zuzutrauen, die richtige Wahl zu treffen? Ich möchte nicht, dass sie am Tage nach der Wahl in einem Zustand konfuser Reue erwachen. Vielleicht sollten wir ihrem Urteilsvermögen auf die Sprünge helfen. Um ihretwillen natürlich. Nein. Was wir machen können, ist hier im Informationsministerium mal zu gucken, was wir hier an Upgrades haben. Undercover-Agenten. Sie werden vor drohenden Aufständen gewarnt. Es besteht eine Chance von 50%, Rebellenangriffe zu verhindern. Nehme ich. So. Die Gedankenkontrolllaser sind endlich in der Umlaufbahn, Präsidente. Aufgrund eines klitzekleinen Problems beim Start sind sie leider nicht in der Erdumlaufbahn. Unsere Wissenschaftler arbeiten Tag und Nacht an den nötigen Flugberechnungen und werden irgendwann herausfinden, wie man sie aus ihrem Venusorbit und in die Nähe unseres Planeten holt. Wenn ihr wollt, können wir mehr Nerds einstellen und die Sache damit beschleunigen. Nö, ich warte. Da habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem mit, da zu warten. Warum läuft denn der Timer hier nicht in Echtzeit? Das ist irritierend. Also, es ist prinzipiell nicht unbedingt tatsächlich irritierend, aber wenn der Ostblock Ultimatumstimer in Echtzeit läuft und der 720 Tage für unseren Raubwarten-Timer zeitgleich nicht, dann finde ich das ehrlich gesagt schon ein bisschen irritierend. Bald sind Wahlen. Und dann müssen wir uns damit auch erstmal nicht mehr rumschlagen. Ich wollte auch vorschlagen, ob wir uns dann mal wieder neue Quests holen von unseren diversen Fraktionen. Aber da würde ich jetzt tatsächlich spontan erstmal die Wahl abwarten. Einfach damit wir dann wieder irgendwelche Sachen haben, auf die wir so ein bisschen hinarbeiten können. Lass uns vielleicht auch noch den einen oder anderen Anstupser gibt, in welche Richtung wir hier uns dann weiterentwickeln könnten oder irgendwas in der Art. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Natürlich war das Ergebnis zu jeder Zeit klar. Das Volk liebt El Presidente fast so sehr, wie es euer treuer Penultimo tut. Und seht, ich habe ein Geschenk für euch. Eure eigene Tapferkeitsmedaille, verliehen für Mut, Selbstlosigkeit und Wählbarkeit. Lies das Schokolade, also passt in der Sonne besser auf. 1879 loyale Tropikaner haben für sie gestimmt. 11 Individuen haben für ihren Rivalen gestimmt. Das sind ja Zustände wie in Belarus. Nur in einem positiveren Licht. Badadabada. Oh, der Schmuckexport ist fertig. Ah, nee, der ist nicht fertig. Die haben die Handelsrouten abgebrochen hier.
Die haben ein Embargo ausgesprochen gegen uns. Na gut. Wie ihr wollt. Der Broker hat doch bestimmt hier den Handel anregen. So, was wollen wir denn nochmal exportieren? Das ist tatsächlich alles relativ beschissene Angebote hier, ne? Tropico hat den Handel mit einer gewissen Supermacht eingestellt. Die Stellungnahme des Palasts? Sie handeln nicht fair. Also tun wir das auch nicht. Ostblock belegt Tropico mit einem Embargo, 3 Handelsrouten abgebrochen. Hmm.